Hi Leute und willkommen zurück zu Fire Emblem Engage. Wir haben im letzten Part ja Vale quasi wieder normal gemacht. Durch den Sieg über sie. Und ja, dafür hat sie uns dann auch noch einen Ring gegeben. Was echt eine nette Geste war, na gut, dafür wurde sie verprügelt. Naja, gut. Wir haben jetzt 8 Ringe und na gut, den von Hyacinth auch noch. Das war ganz gut für uns. Sind wir jetzt endlich mal im Vorteil. Mal gucken, ob wir wieder welche verlieren werden oder ob wir einfach nur noch gewinnen. Kann ja auch nicht schaden. So. Aber ich denke mal, das Spiel wird jetzt Richtung Ende gehen. Einfach so eine Vermutung von mir. Ein bisschen Pfeil drüber. Es ist Nacht und auch da passiert nichts. Vielleicht dachte ich, da kommt ein Geist oder so, aber nö. Einfach nö. So, was haben wir denn noch? Das hier hat theoretisch geöffnet, aber mit dir will ich nicht reden. So. Mit dem Laden. Ah, vielleicht hat das. Ich kann trotzdem was nehmen? Okay. Nö. Dann weiß ich doch nicht, was da mit dem Brunnen ist. Könnte da wahrscheinlich eventuell was tun, aber. So, dann gibt es noch ein paar Kleinigkeiten. Hier, Frissmehl. Das magst du doch bestimmt, oder? Wenn nicht, bist du ein komischer Hund. Der frisst echt Mehl. Wow, er liebt Mehl. So, gut, dann nochmal streicheln. Diese Wartezeit zwischen dem Streicheln und man geht da wieder raus, dauert ewig. Also, wer sich das ausgedacht hat, Moment, ich muss da lang. So, wollen wir jetzt mal nach unten gehen? Dieses Trainingsding mal machen? Würde mich ja auch mal interessieren. Ich glaube, das machen wir. Wir haben bisher alles mal ein bisschen ausprobiert und dann können wir auch das mal ausprobieren. Ich weiß nicht, ob das länger dauern wird. Ich glaube ja, aber. Weil ich glaube, es war so eine Art Endlos-Modus. Und ja, lass uns eben ausprobieren, warum nicht? Aber erstmal sammeln wir hier noch alles ein und gucken, ob wir noch mit jemandem sprechen können. So, hier lang. Ich glaube, ich bin viel zu geizig mit diesen Geschenken. Ach. Weil ich glaube, wir können da eigentlich viel mehr von verschwenden. Das war's? Okay. Und das hier nochmal. Jo, auch rein. Oh, Gespräch verfügbar, okay. Können wir jetzt direkt mit Chloe irgendwas machen? Ach, Mann. Oh ja, machen wir auch mal direkt. Schön. You slept for a thousand years, and when you woke, you were thrust into battle against the forces of evil. You're the absolute picture of a fairy tale hero. Am I? Oh yes. One doesn't meet people as extraordinary as you every day. Yours is not the average person's life. You are fated for exhilaration and excitement. Oh, how I wish it were mine. I don't know. What? Why not? There are many burdens I must bear, and while I don't regret this life, you're absolutely right that my days will never be considered average. Sometimes, average seems like it might not be so bad. Oh, I'm really sorry about that. I was just so swept up in my own desire for a fairy tale life. I didn't stop to consider how someone already living one might feel. You don't have to apologize, Chloe. I know you didn't mean anything by it. I still feel a little guilty, though. Oh, I know! I'll bring you a special delicious treat as an apology. There's this rare pickled deep sea fish I've been into. It's sour enough to knock you flat. I'll go fetch some right now.
You're gonna love it. No need. Really. I'm getting queasy enough just picturing it. Schön. So. Die Verbundenheit hat sich auch nochmal gesteigert. So, dann einmal das hier noch. Und dann haben wir es auch schon. Drin haben wir noch ein Gespräch, glaube ich, sehe ich. Oder auch nicht. Habe ich mich wohl verguckt. Was möchte ich denn tun? Genau. Wir gehen jetzt einfach nochmal hier hin. Hier können auch nochmal schwimmen. Ja, bestätigen. Vielleicht können wir da auch nochmal ein Gespräch jetzt freigeschaltet. Hat er was? Irgendwie nicht. Schade. So, dann einmal nach unten gehen. Und dann probieren wir mal diesen Turm aus oder was auch immer das ist. Ich bin gespannt, ob wir hier irgendwelche coolen Waffen oder sowas kriegen. So, Turm der Prüfung. Machen wir das doch mal. So, Sturmprüfung. In dieser Prüfung musst du mehrere Kämpfe in Folge bestehen. Höhere Schwierigkeitsgrade bieten attraktivere Belohnung. Online, Kämpfe online gegen Armeen anderer. Nö, wir machen Sturmprüfung. Das Einzige, was mich eigentlich hier interessiert. Sturmprüfung. Ziel einer Sturmprüfung ist es, mehrere Karten in Folge zu gewinnen. Für jeden abgeschlossenen Kampf erhältst du Materialien und Erfahrungen für die Verbündeten, die teilgenommen haben. Die Schwierigkeit einer Prüfung kann bei der Kartenauswahl festgelegt werden. Oh, cool. Bei höherer Schwierigkeit gibt es bessere Belohnung. So, Grasebene, Blumenfeld, Berggipfel, Winterwald, Wüstensand. Ich nehme mal einfach das erste. Schwierigkeit 200. Ah ja, so kann ich auch kleineren nachleveln, wenn ich Bock hätte. Das ist ja cool. Wir machen einfach mal auf 30. Ah, bis 40. Bleibt das alles gleich. Aha. Dann gibt es schon gar nichts mehr. Also kann ich zumindest leveln, wenn ich möchte. Wir machen einfach mal 30. Start. Ich weiß, die meisten sind vielleicht jetzt drüber oder so, keine Ahnung, aber. Gucken wir mal, wie schwer das überhaupt generell ist und ob sich das lohnt. So, wir haben 2x4 Leute, sehe ich. Das ist schon mal blöd. Ich gehe mehr. Einheiten. Wer ist denn jetzt dabei? Oh. Dich brauche ich aber. Du hast einen Ring. Dich brauche ich. Ist gar nicht so verkehrt, was den Damage angeht. Dich brauche ich sowieso. Oh, ernsthaft? Die würde ich jetzt eigentlich nicht verzichten wollen. Hm. Wir nehmen dich mal weg. Und dafür sie rein. So, was haben wir hier? Kein... Doch, da ist ein Heiler bei. Was haben wir hier? Hysterisch auch ein Heiler. Ich muss so viel besiegen. Wow. Okay. Dann starten wir einfach mal. Ja. Alle Gegner besiegen. Alle Verbündeten werden besiegt. Aha. So. Of course. Angriff. Und. Oh, krieg ich aber aufs Maul. 19 Schaden. Hm. Na ja, gut, hau drauf. Allow me. Das war perfekt mit dem Ausweichen. So, kannst du nochmal angreifen? Ja, perfekt. Zwei Angriffe, zwei Gegner tot. So muss es laufen.
Toad. So. Du wartest im Gebüsch. Und du stellst dich auch mal lieber ins Gebüsch. So, dann können wir dich nochmal nehmen. Wir sind der Vorder keinen Schaden. Null. Was ist er für einer? Wow. Heftig. Okay, wie mache ich den jetzt platt? Power blooms in me. Angriff. Ja, mach das mal. Wow. Schade, kein richtiger krasser Crit dabei, aber naja. Any customers? I had a feeling. So, probier's auch nochmal. Eisengroßaxt. Treffen zu 62%, 82, ein Schaden. Oh. 52, ja komm, probieren wir es. Schade. Hat mich nur gekostet. Ja. So, gucken wir mal, was da jetzt noch passiert. Ich würde gerne zusammenführen, meine Truppen. Ach du Schande, tot. Wow. Warum ist der so stark? Ich hätte es überlebt, wäre ich nicht angegriffen worden. Ah. Wow. Einfach wow. Dass der mich auch einfach zweimal angreift, übel. Schade, hab ich einen guten Tank verloren, ey. Mist. Das war jetzt nicht so viel Schaden. Ach nö. Warum sind die so gut? Warum geht er da raus aus dem Versteck? Ist der dumm? Okay. Soll er machen, aber hilft ihm nicht. So. Ah, der Magier, der nervt mich. Ah, oh, Protection, natürlich. Okay, du. Ja, greif mal an. Kann ich schaden? So. Ach, Manu. So, du hast leider kassiert. Stab, oder? Stab. Pflege. So, dann kannst du. Ah, bestimmt auch gleich noch was machen. Angriff. Hm. Okay, er trifft mich eh nicht. 0%, deswegen ist mir das egal. So. Das ist schlecht. Ich muss sie eigentlich da wegziehen. Sie ist auch Heiler. Oh. So, dann
Wow, macht die Schaden. Nice. Und weg mit dir. Nothing left of you. So. Reicht nicht, aber kann sich auch nicht wehren. Deswegen mach ich das einfach mal. Oh, schön. Nehmen wir. So. Das mache ich jetzt auch mit dir. Null Schaden. Wenn ich Anna angreifen lasse. Anna, du musst Bündnis machen. Das ist das Beste, was du jetzt machen kannst. So, dann nehmen wir das Ding. Machen es einfach mal. So, gucken wir mal, was passiert. Ja, stellt euch da alle rein. Das wird einen schönen Schaden geben. Ach nö, das ist noch einer. Wow, kritisch. 12%. Heftig. Okay, jetzt kommt der Reiter jetzt nicht auch noch an. 29, oh mein Gott. Sind mir zu stark. So, nochmal 6 Schaden, okay. So, Anna. Zeig, was du drauf hast. Das war auch gut. Sie ist wieder schön geheilt. So. Du kannst den kaputt machen. Das ist schon mal gut. Oh, dass immer noch so viele rankommen. So, Angriff. Jawohl. Down. Weg mit dir. So, du nochmal Angriff auf den 100%, perfekt. So, dann kann ich die nächste Runde vielleicht mal ein bisschen heilen. Ärgert mich, ey. Dass ich meinen Tank da weggeklatscht haben. So, sehr gut. So, du wartest. Angriff. Hau drauf. Perfekt. So, Angriff. Ja, hau drauf. So. Kannst du dich da hinstellen? Ja, kommt keiner ran. Perfekt. Und erstmal noch ein Stäbchen Heilung raushauen.
So, sehr gut. Du kannst dich mal da hinstellen. Ja, doch. Du stellst dich dahin. Und machst mal mit dem Stäbchen ein bisschen Heilung. So. Und sie heilt auch nochmal. Stab. Nein. Pflege. Auch voll machen. So, sehr gut. Jetzt bin ich ein bisschen beruhigter. So, und du? Hau einfach nochmal drauf. Schön. Auch noch besser. Und down. Jetzt macht sie plötzlich 25 Schaden. Hat sie da gerade alles weggekrittet? So, sehr gut. So, dann dahin. So. Zieh ich die ein bisschen zusammen. So, Stab. Hast du vielleicht normale Heilung? Nee, auch nur Pflege. Na gut. Okay, gut. Wo gehe ich hin? Hier links lang? Wobei hier ist vielleicht besser, das mit dem ganzen Wald. Kommen die da rüber. Also kommt ihr nach rechts rüber. Das heißt, du kannst dich schon mal hier hinstellen. Und warten. Stellt sich auch dahin. Warten. Okay, gehen wir über rechts. Das sollte schon passen. Alter, ist sehr gut. Und meine trifft zweimal nicht. Na toll. Beste, was ich machen kann? Boah, nimmt ihr mich auseinander. Aber ich habe doch eine Magierin hier. So, Angriff. Elfenlicht. Ich greif einfach mal an. Here we go. Das war schon mal sehr gut. So, dann habe ich noch eine Magier. Gut für euch, ne? Sehr, sehr gut. So, dann bist du auch down. So, das hast du. Stellst du dich da auch nochmal hin? Du dich dahin und du kannst auch noch mal kurz rüberkommen hier. Ah, oh, einer reicht. Warum trifft er mich so gut? Was mit denen nicht in Ordnung, dass sie im Wald so gut sind und meine nicht? Gut, ich hab Magier, ne? A slight setback. So, 2x20. Wow. Ach man, die sind so gut.
So, Angriff. Kaum eine Trefferwahrscheinlichkeit. Ey, ist das übel. Hm. Ich glaube mal 7 Schaden. So, Silberdolch. Beste, was ich machen kann. Wow. Naja, wenigstens einmal getroffen. Prozent, das ist doch lächerlich. Warum ist der so krass an dem Scheißbusch? Probier's einfach. Ja, jetzt habe ich getroffen. So. So, krieg dich down. Koop-Schlag plus Down. 95%, jawohl. Hau drauf. Bitte stirb. Danke. Meine Güte, der hätte echt fast ausgehalten jetzt. So, ein bisschen Heilung geben. Perfekt. So, er steht außerhalb, das ist schon mal gut. So, wir müssen die irgendwie außerhalb der Büsche halten. Na toll. Er ist natürlich direkt reingelaufen. Und den treffe ich wieder gut. Komisch. Der andere hat einen übelsten Ausweichwert wahrscheinlich gehabt. Plus den Vorteil hier. So, Angriff. 7 Schaden, der macht mit 20. Ja, komm, mach. Wow. Ah, schön. Ein Glück stehen wir im Busch. So. Angriff. Ja, passt. Ich habe es extra schon 2 Stufen runtergestellt. Aber die Büsche sind halt schon ein bisschen krass. Gibt's doch nicht. Oh, dann bleib halt da stehen. So. Er trifft ihn schon mal nicht, das ist gut. Gut. Krieg dich tot. Elfenlicht. Ah, 67% Chance zu treffen. Probieren wir es aus, sie ist full life. Sollte eigentlich zur Not nichts passieren, selbst wenn sie verfehlt. Okay. So, dann. Und dahin, außer Reichweite. Gut, gucken wir uns noch deren Zug an und dann machen wir auch erstmal Schluss. Oh shit, ein Ritter. Okay, da brauche ich wieder Magier. Aber wir machen erstmal Schluss dann. Gucken wir mal, wie wir diese Mission beenden können.
könnte was werden. Und ja, ich weiß immer nicht, wie sie den Tank so schnell geplättet haben. Blöder Magier, naja. Genau, und dann sollten wir eigentlich... Ich weiß nicht, wie viele Runden heißt. Ob das jetzt eine Runde ist und wir dann noch eine weitere machen müssen, bis wir irgendwann sterben. Keine Ahnung. Werden wir rausfinden. Aber bis zum nächsten Mal. Ciao.